So, mal gucken, ob das hier jetzt noch ein Skill hat. Nee, schade. Hier ist noch eine... Oh. Ah, das ist aber gut. Quests nehme ich natürlich auch. So, da oben, die uns gerade umgelegt hat, die lebt noch. Ja. Oh, himmlische Untote fliehen. Nee, komm. Nee, nee. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das schon kann, das Untote fliehen. Ich nehme ihn trotzdem mal mit, den kriegt einfach der Handlanger. Ich bin direkt hinter. Dann können wir den zur Not entzaubern. Wenn nicht, können wir ihn auch verkaufen. Der war ja recht teuer. So, himmlischer Vulkanglasbogen. Aber ich weiß gar nicht, was der hat. Kann sein, dass der auch ein... Der, glaube ich, ein... Oh. Der, glaube ich, ein Ebenerzbogen. Der müsste ja stärker sein als Vulkanglas. So. Jetzt müssten wir wahrscheinlich einfach warten, bis die hier kommt. Nicht, dass hier die noch rumlaufen, ne? Die Dedra. Ups. Ja. Weiß nicht, ob die hier jetzt patrouilliert oder... Ich habe die vorhin einmal gesehen, wie sie rübergelaufen ist. Okay, da ist nichts. Da verbrennen die anscheinend die Droger. Da ist er. Zack. Jawohl, das hast du jetzt davon. Wenn ich sie jetzt stunnen könnte, das... Ja, fände ich wunderbar. Den kann ich nämlich einmal einen Feuergeist beschwören. Und einmal direkt noch die Seelenfalle drauf machen. Und mich denn, naja, noch nicht entfernen. So. Paar Zwerg... Oh, nochmal gestunnt. Paar Zwergenpfeile habe ich noch. So, jetzt sind wir runter auf abgeschworenen Pfeile. Dabei hatten wir so viele Pfeile. Von den Zwergen. Da haben wir wieder ein paar, aber das so einfach geht es nicht. So, zack, zack, zack. Grüner Apfel brauchen wir nicht. Ja. So. Diesmal speichere ich hier. Nee. Gucken wir uns nochmal die Verbrennung hier an. Was das soll, ja. Da haben sie die einfach... Aber das ist doch nicht gut, wenn man in der Höhle so ein Feuer macht. Die vergiften sich doch alle selber, ja. Und jetzt sind sie alle tot, ne? Ja. Da braucht man sich ja nicht fragen, warum. Der chillt hier einfach am Lagerfeuer. So. Denn sind wir jetzt durch? Kann das sein? Bin mir noch nicht sicher. Ah ja, da ist auf jeden Fall die Endtür. Was ist hier los? Hochelfen? Kommen die näher? Eiserlicher. Okay. So, da oben geht's jetzt ganz raus oder hintern Solstheim? Ah. So, Blut. Was? Hügelgrab? Ah, jetzt sind wir doch hier. Da stand doch aber Solstheim. Was ist denn das jetzt? Und warum sind die alle so stark? Nein, da unten ist ein Bogenschütze. Okay, den haben wir erwischt. Der ist zum Glück abgelenkt. Wenn ich den jetzt auch noch stunnen könnte, wäre das... Oh, jo. Der geht aber leicht runter. Okay, der hätte mich wahrscheinlich auch nicht umgelegt. So. Besser ist es. Warum sind wir jetzt hier mitten in so einer... Oh, in so einer Festung? Hier kann er mich, glaube ich, auch nicht treffen. Ist jetzt gerade der Feuergeist... Nee, der macht noch. Zack, erwischt. Können wir den? Da ist er. Haha. Was für ein Skill? So, oh. War auch nur ein Gesetzloser wieder. Zack, nochmal. Ups. Das war's jetzt fast. Ihn hier in den Hacken schießen. Boom. Sehr gut. Nee, ist wirklich Solstheim, ist draußen.
Okay, hier sind wir jetzt. Oh, das ging ja aber weit. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne in diese Mine zurück. Da war ja der eine Gang. Oder dieses eine Tor hinter dem Wasserfall. Wo ich doch gern noch wüsste, wo das nur hingeführt hat. Da bin ich ja nicht durchgegangen. Das war ja auch, glaube ich, gar nicht so weit weg vom Eingang. Also da werde ich gleich noch mal gucken gehen. Werde ich mir aber hier erstmal noch mal umgucken, ob es noch was Tolles gibt. Vielleicht zufällig ein das giftige Lied ist anscheinend. Beliebtes Buch hier. Zeljammer, keine Ahnung, was das sein soll. Dann mal Kleidung, ah ja. Oh, hier ist noch mehr davon. Ist das eine Zutat? Was soll das sein? Ess. Oder ist es Essen? Kann auch sein. Haben wir viel Zeug dabei, ey. Das ist unfassbar. Aber hier ist es anscheinend nicht. Bei Essen, ja. 15 Punkte Ausdauer senkt die Regeneration des Ziels. Okay, weg damit. So, noch weiter hoch. Ist schon wieder ein Drache unterwegs. Huch. Oh, die kenne ich, glaube ich, aus Morrowind. So eine komischen stelzenden Dinger. Da sind die, glaube ich, drauf geritten. Ne? Das war da wie so Boote, wo man mitfahren konnte. Gekritzelte Notiz. Hört mal, ich bestreite nicht, dass die Türme auseinanderfallen, aber ich glaube, dass ihr euren Sprüchen von herunterfallenden Balken über... Ja, 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 okay. Kettenblitz, auch nicht schlecht. So. Also anscheinend wurde er von einem Balken erschlagen, nachdem er behauptet hat, dass das Quatsch ist. So. Brauche ich das? Brauche ich eigentlich nicht. Kann ich verkaufen. Wenn ich es denn mal irgendwann mache. So, hier geht's gar nicht weiter. Doch wieder zurück. Na gut, achso, hier geht. Ja. Die hatten ihn richtig mit Sachen, die sie machen konnten, ne? Geht's hier nicht weiter runter? Nee. Muss man. Man muss doch nicht hier runterspringen, das ist doch Quatsch. Ja, hier gibt's doch keine Treppe. Gut, ich gucke mir jetzt hier noch den Rest an und dann werde ich hier zurückgehen und Bescheid sagen. Ach, da müssen wir sowieso da rein. In die Mine? Gut. So, da gab's sonst nichts weiter. Wir sind. Oh, wir müssen doch. Achso, das ist eine Frau. Ja, okay. Was kann ich für euch tun? Jojo, wir haben es geschafft, Mann. Dann sagt mir doch bitte, was ihr herausgefunden habt. Okay, dein Uropa war gut. Hier. Lass mich mal sehen. Ha, wusste ich's doch. Gratian starb gar nicht durch einen Steinschlag. Das war nur ein Märchen, um die Leute von den Gräbern fernzuhalten. Jetzt, da ich sein Tagebuch habe, kann ich die Sache mit der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu einem Ende bringen. Sie werden für ihre Lügen bezahlen. Okay. Ich danke euch. Ich glaube, ich schulde euch für all eure Arbeit ein bisschen mehr als nur Dankbarkeit. Hier, es ist zwar nicht viel, aber das Beste, was ein alter Bergmann im Ruhestand tun kann. Okay, Geld, gibt's noch mehr? Gab es nur Geld? Den Namen kenne ich, aber ich weiß nicht woher. Okay. Es ist so seltsam. Es ist, als wäre es aus einem Traum. Etwas vom Erdstein und einem Schrein. Das ist okay. Alles. Das ist ja auch alles, was wir wissen. So, dann will ich jetzt nochmal da reingehen in die Mine und gucken, was hinter dem Wasserfall ist. So, jetzt bin ich hier wieder in dieser Kammer, wo der Wasserfall ist. Und hier hinter war ja diese Tür, die zum Hügelgrab geführt hat. Und jetzt wollte ich da mal gucken, was da noch hinter ist. Okay, da habe ich schon abgeschlossen. Cool. Hier hätte ich also vorher wahrscheinlich auch machen können. Jetzt haben wir hier nur dieses Vorkommen. Hä? Ist es alles oder ist da hinter denen vielleicht sogar ein Weg? Na, mal gucken. Karte sagt nein. Okay, das hätte ich also von Anfang an machen können. Aber
Dieses Erz, was ich bisher nicht verarbeiten kann, können wir uns zumindest mal mitnehmen. So, dann ist jetzt nur die Frage, was wir machen. Und eine wichtige andere Frage ist auch noch, warum bin ich so vollgeladen, ne? Ja. Ich weiß es nämlich nicht. So, dann müssen wir uns jetzt aber überlegen, was wir trotzdem machen. Oder ist einer doch einer drin? Auch nichts Tolles bei. Aber das ist ja interessant, dass das um die rum wächst, dieses Zeug. So. Ja, hier wollte ich gar nicht hin. Wir haben einmal den Tempel müssen wir suchen. Oh, das ist schon der Einbruch. Hier haben wir die Suche nach dem Schatz. Und das Wrack der schnellen Sturmböe müssen wir finden. Und das Rezept. Sind denn die ganzen Sachen? So, da ist der Schatz. Das ist ja ganz am anderen Ende von der Insel hier. Das machen wir also nicht sofort. Da ist der Tempel. Da geht es irgendwo anders hin. Keine Ahnung, wo dieses... Huch, was ist denn hier los? Ach, da bin ich. Hier wird der andere angezeigt. Wo ist denn aber... die schnelle Sturmböe? Ist die irgendwo hier? Folianten im Wrack der Schnellsturmböe. Ach so. Also muss dieses Wrack hier irgendwo sein. Na gut, dann ist es alles weiter weg als der Haupttempel. Aber was soll ich da schon hingehen? Bin mir da nicht sicher. Doch, machen wir einfach. Dann gehen wir da hin. Der schickt uns ja bestimmt noch weiter. Denn... ja, aber wir entdecken bestimmt noch Sachen hier auf dem Weg. Mal gucken, hier ist anscheinend auch noch was. Ja, mal gucken, was wir so finden. Wenn nicht, sehen wir uns das nächste Mal beim Tempel. So, ich habe mich doch entschieden, wir gucken uns mal so ein bisschen hier die Landschaft noch an, während wir da hin schlendern. Ist jetzt auch noch gar nicht, was es hier so für Tiere gibt. Zwischendurch haben wir ein Schwein mal gesehen. Nee. Oh, da ist anscheinend irgendwas los im... Was ist denn da los, hä? Da kämpfen irgendwelche Leute gegen irgendwen anderen. Aschebrut. Begonnen. Marsch der Toten. Oh, yo. Die direkt mit einem Quest los. Also die Entscheidung war schon mal richtig. Machen die diesen Feuereffekt? Die Entscheidung war richtig, das zu zeigen, was hier los ist. So, vielleicht können wir hier noch mehr betäuben. Das wäre natürlich gut. Jawohl. So. Ich werde mal auch... Jetzt sind alle betäubt. Er hat dem Gift widerstanden. Zack, ich glaube, ich habe den richtigen getroffen. Ah ne, das Feuer kommt doch von meinem Bogen, ne? Oder auch von denen, das kann auch sein. So, jetzt Moment mal. Ich habe zwar keine Ahnung, wie stark die Seelen von denen sind. Und ich frage mich gerade, wo mein Handlanger ist. Bam. Habe ich den nicht getroffen? Ups. Mach ich doch nochmal so. Ah, jetzt ist er doch dabei. Oh ja, hat sich verbessert. Gucken, ob da vielleicht ihr Schwachpunkt ist, dass ich da mehr Schaden mache. Weiß gar nicht, ob es hier sowas überhaupt gibt. Okay, der hat es auf jeden Fall drauf hier, ne? Der komische Hauptmann. Aschehaufen, Zwergenfell, Brutasche, jawohl. Grunderz brauchen wir nicht unbedingt. Silbererz aber, das ist gut. Und wir haben nur noch die blöden abgeschworenen Pfeile. Kriegserklärung, jawohl, nehmen wir mit. Haben die jetzt jedes Mal Silbererz dabei? Das wäre ja cool. Ebenerz, Mondsteinerz, die bestehen aus Erz, die Typen. So, hallo? Danke. Ich war nicht sicher, diesen Hof lebend wieder verlassen zu können. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über meinen Kameraden hier sagen. Okay.
Einige Mitglieder der Redoran-Wache nennen sie die Aschenbrut. Es kümmert mich nicht, wie sie heißen. Ich weiß nur, dass sie eine Gefahr für Rabenfels darstellen und aufgehalten werden müssen. Okay. Ich wollte nach Hinweisen auf ihre Herkunft suchen. Mir ist klar, dass das nicht gerade der beste Ausgangspunkt ist, aber wir wissen, dass sie aus dieser Richtung kamen. Ist es nicht die einzige Richtung, aus der man hier kommen kann? Ja. Gut, ich kann jede erdenkliche Hilfe gebrauchen. Außerdem möchte ich weder Rabenfels im Stich lassen, noch weitere Redoran-Wachen verlieren. Die Aschenbrut überfiel uns hinterrücks, als wir gerade den Hof durchsuchten. Seht euch um. Vielleicht findet ihr ja etwas Nützliches. Der sieht schon ziemlich badass-mäßig aus, ne? Dieser, genau, dieses, ja. Äußerst merkwürdig. Sie ist mit General Falks Karius unterschrieben, aber das kann unmöglich sein. Nun, Karius war der Kommandant der kaiserlichen Garnison von Festung Frostmotte. Aber er starb vor über 200 Jahren beim Ausbruch des Roten Berges. Er kann einfach nicht mehr am Leben sein. Naja. Wenn General Karius noch am Leben ist, muss es irgendetwas geben, das ihn am Leben hält. Geh zur Festung Frostmotte und untersucht sie. Ich werde mich zurück nach Rabenfels begeben und die Männer auf weitere Angriffe vorbereiten. Genau. Das weiß niemand genau. Die Abergläubischen halten sie für Manifestationen der Verstorbenen. Ihre Angriffe auf das Bollwerk begannen vor ein paar Wochen. Meine Männer konnten sie zwar töten, aber sie kommen immer wieder. Okay. Es gab an anderen Stellen... Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich habe den Eindruck, dass sie organisierter vorgehen und... Ganz genau. Irgendjemand muss sie gegen uns aufhetzen. Und wir müssen herausfinden, wer oder was dahinter steckt. So, wunderbar. Das Bollwerk. Ist das da das Bollwerk? Vielleicht. So, dann... Oh nein, hier ist die Redoran-Wache. Wir beklauen ihn einfach mal. Ja, ist okay. Schwere Rüstung tragen wir sowieso nicht. Was gibt's denn hier noch? Ist hier überhaupt irgendwas? Hey, warum hieß es, ich soll den Hof durchsuchen? Wenn es sowieso einer von denen hatte. So, dann machen wir erstmal so und dann wählen wir das doch mal aus. Dann mach ich das nämlich erst, oder? Wo ist es? Töte General Karius. Ja, woher? Ich weiß doch noch gar nicht, dass er überhaupt noch lebt. Aber es ist ja... relativ nah hier dran. Das ist also okay. Sehr gut. So, da vorne sieht es schon so aus, als wäre das die Festung, die wir suchen. Das war ja... Also, ich glaube, ihr unterschätzt es oder überschätzt es immer, wie groß diese Insel ist. Das ist ja doch recht klein. Jetzt sind wir schon da, ja. Mal gucken, wie man hier jetzt am besten reinkommt. Der Typ ist anscheinend irgendwo drin. Da ist der Vulkan. Aber da kommt man gar nicht hin. Nee. Das ist bestimmt Festland, wo der ist. Es sieht auch nach Aschenbrut aus, ne? So wie die sich bewegen. Gut, vielleicht ist ja der Kommandant von denen hier, ne? Von. Ja, wahrscheinlich ist er hier. Was ist denn das für ein Geräusch? Der ist bestimmt über mir, ne? Ein Angreifer ist in die Festung eingedrungen. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Das war doch eindeutig mein Handlanger, der da gerade gesprochen hat. Warum hat er so eine Sache gesagt? Oh, jetzt kommen sie alle, ne? Festung Frostmotte wird niemals heilen. Lebe das Kaiserreich! Hä? Also ist jetzt schon ein bisschen verwirrend, ne? Das ist das erste Mal, dass ich jemanden höre mit der Stimme vom Handlanger. Hey, wieso ergibt denn der sich jetzt schon? Was ist das denn? Okay, dann machen wir jetzt erstmal Schluss und in der nächsten Folge versuchen wir dann nochmal hier reinzukommen. Also dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.